Paolo, ihr habt eine riesige Saison angelegt, ihr habt die Regular Season deutlich gewonnen, ihr habt ein unglaubliches Torverhältnis von plus 71 und ihr steht im Cup-Finale und auch aus persönlicher Sicht ist es sehr gut gelaufen. Du bist mit 43 Punkten Topscorer der Liga. Wie hast du diese Saison erlebt? Ja, sicher sehr gut. Also wir haben von letztem Jahr auf dieses Jahr haben wir ein paar Sachen umgestellt in der taktischen Sicht. Spielen offensiver. Und haben das eigentlich von Anfang an können gut auf den Platz bringen. Das Team ist hungrig, ist besser als im Vergleich zu letztem Jahr. Ja, da ist ein guter Drive drin, das macht sicher viel aus. Die entscheidende Woche, die kommen jetzt aber erst. Letztes Jahr sind die Playoffs im Halbfinale ausgeschieden, im Cup auch frühzeitig. Was ist seitdem der Mannschaft gegangen und warum glaubst du, dass diese Saison besser wird enden als letztes Jahr? Ja, es ist plus minus sicher das gleiche Kader, das wir letztes Jahr hatten. Viele Junge, die jetzt ein Jahr mehr Erfahrung haben. Alle haben hart daran gearbeitet, um die Sachen zu verbessern, die letztes Jahr nicht so gut gelaufen sind. Darum habe ich sehr ein sehr gutes Gefühl, dass wir dieses Jahr das sicher besser machen werden. Du wirst jetzt auch schon bald 30, bist also einer von der Routine jeder Mannschaft. Welche Rolle nimmst du grundsätzlich in der Mannschaft ein und jetzt ganz besonders in der speziellen Phase der Meisterschaft? Ja, ich denke, in dieser Phase ist es nicht viel spezieller als sonst. Meine Rolle ist ein bisschen als Routinier zum Offensiv auf dem Feld Verantwortung übernehmen. Aber ich denke, wir haben da ein sehr gut ausgeglichenes Team, wo jeder Verantwortung übernimmt. Sicher ist es jetzt in dieser Phase wichtig, dass wir erfahrene Spieler vorausgehen und auch die Jungen dabei unterstützen. Jetzt wird das sicher ganz eine besonders intensive Zeit. Ihr seid alle kein Profi, ihr habt alle einen Job nebenzu. Wie geht man mit dieser Herausforderung um, jetzt wo der Fokus auf dem Sport liegt? Wie bringt man da den Job überhaupt noch am Sport vorbei? Ja, also die meisten Spieler vom Team, die arbeiten reduziert, also 80% oder noch weniger. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber und die Uni, okay, dass das gut geplant ist, dass beide voneinander so profitieren können. Und ja, jetzt ist die wichtige Phase. Das weiß jeder, dass man dort ein bisschen mehr fürs Uni okay investiert als jetzt das ganze Jahr sonst. Aber ja. Danke vielmals, Paolo. Wir wünschen euch viel Freude und natürlich viel Erfolg im Meisterschaftsendspurt. Merci mal.